Moin moin Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 2. Wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Und zwar Fate zu jagen. Wirklich? Neuer. Oh hi. So muss es sein. Genau. Da ist aber wer geflogen, du. So, sonst noch irgendwer? Nö. Oh, hi! Oh, sorry! Ja, hat's mit Sicherheit. Schwerer Mech über uns. Vorsicht! Was? Oh, hi! Oh, fuck. Nee. Wow, wow, wow. Ja, hallihallo. Lad auf. Habe den Kontakt verloren. Boah, hab ich ein Glück gehabt, du. Und beide leben noch zum Glück. Einer weniger, um den wir uns sorgen müssen. So, haben wir es jetzt? Uiuiui, haben sie beide noch zum Glück überlebt. Tür, Platinen umgehen, schön für dich, so. Nummer 1, 100 Credits, wow, toll. Da geht's nicht lang, Platinen umgehen. Wo war denn, wo habe ich denn hier das Medikit gesehen? Ach Quatsch, das war da, genau. Da oben haben wir noch die Platinen. So, umgehen aber bitte. La 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 la. Genau. Genau. Das war, glaube ich, da oben. Nee, doch nicht. Die beiden hätten wir. Die beiden hätten wir. Ach, lol. Und ich sehe die natürlich nicht. War klar. Dankeschön für die 1200 Credits. Was zum Teufel hat Harkin vor? Fensterkonsole, bräuchte ich. Oh, Munition, cool. Oh, supi. Nein, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Ah, genau. Da waren die beiden. Da waren die beiden. Ganz schnell noch. Da waren die beiden. Die beiden waren da. Und die beiden waren da. So, hätten wir die auch geschafft. Danke für die 2100 Credits. Finden Sie jemanden, der für die gefälschte ID Verwendung hat? Okay. Harkin ist also endgültig zu den Bösen übergelaufen. Er war schon immer eine Nervensäge. Aber ich bin nicht in Stimmung für seine Spielchen. Wenn er nicht kooperiert, werde ich ihn halbtot prügeln. Es ist sinnlos, ihm zu viel Zeit zur Vorbereitung zu geben. Los! Direkt hinter Ihnen. So! Guck, guck, da oben bist du doch. So, wo müssen wir denn lang? Andere Seite. Oh, wieder ein Terminal. Hecken, 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 Hecken. Das ist schön. Nö, nö. Na super. Jetzt dürfen wir wieder jahrelang suchen. So. Perfekt. Das könnte sich noch als nützlich erweisen. Oh, geilo. Präzisionsgewehrschaden. Das ist geil. Shepard, ich habe die Scanner des Lagerhauses angezapft. Die Kisten in den Frachtschiffen über ihnen explodieren, wenn man sie fallen lässt. Gut so. Gut. Betäubungsschuss bereit. Oben war doch noch einer, soweit ich weiß, oder nicht? Egal. Wow, von wo kam der jetzt her? Was? Wie dich doch? Das müsste sie ausbremsen. Was? Wie dich? Oh oh. Oh.
Leck mich am Arsch! So, Nummer 1. Nummer 2. Ah, meine Güte, dann geh halt nicht da lang, ist mir auch egal. So, wo müssen wir überhaupt lang? Ich laufe vor Ihnen nicht davon, Shepard. Haha, sieht man. Das wird Haken noch bereuen. Yep. Oh, Mist. Zwei schwere Mechs im Anmarsch. Glauben Sie wirklich, Sie wären mit mir fertig, Shepard? So, wer hat gerade mal keine Kraft zu? Ziel wird vom Panzer am Arsch. So. Jetzt kannst du mal schön fett Überlastung machen. Leck mich am Arsch. Puh. Ah, geiler! So stellen wir das doch vor! Na, 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 das war's wohl. Sie werden es niemals schaffen. Ach, denkst du wirklich? Ist ja einfach hier hochzukommen, du Vogel. Hallo? Systemausfall. Ja, auf jeden Fall. So, Haken, mein Freund. Guck, guck. Sie waren nah dran, aber nicht nah genug. So, Fade. Das mit dem Verschwinden hat nicht geklappt, was? Kommen Sie schon, Garrus. Das kriegen wir doch hin. Was brauchen Sie? Ich suche jemanden. Sieht aus, als hätte jeder von uns etwas, das der andere will. Das hat doch sicher wehgetan. Vielleicht sollten Sie uns einfach sagen, was wir wissen wollen. Vielleicht, aber Sie haben noch nicht gesagt, was Sie wollen. Sie haben beim Verschwinden eines Freundes von mir mitgeholfen. Ich muss ihn finden. Ich brauche schon etwas mehr Informationen als das. Sein Name war Sidonis. Sidonis Alcura, Turianer aus... Ich weiß, wen Sie meinen und ich werde gar nichts sagen. Ist diese Information wirklich den ganzen Aufwand wert? Ich gebe keine Informationen über Klienten weiter. Ist schlecht fürs Geschäft. Wissen Sie, was noch schlecht fürs Geschäft ist? Ein gebrochenes Genick. Okay, okay. Nehmen Sie den Fuß weg. Terminus hat Sie völlig verändert, was, Garrus? Nein, aber Sidonis hat mir die Augen geöffnet. Und jetzt arrangieren Sie ein Treffen. Ich gehe. Na los, hopp hopp, oder willst du erwürgt werden? Ja, ich bin's. Es könnte sein, dass Ihre wahre Identität aufgeflogen ist. Deshalb rufe ich an. Ich schicke einen Agenten. Wo wollen Sie ihn treffen? In Ordnung. Er wird dort sein. Keine Sorge, ich habe alles im Griff. Alles in Ordnung. Er will Sie vor der Orbital Lounge treffen. Mittags. Wenn wir fertig sind, würde ich gerne gehen. Wohl kaum. Sie sind jetzt ein Verbrecher, Haken. Heißt das, Sie wollen mich jetzt einfach töten? Das ist nicht Ihr Stil, Garrus. Sie töten? Nein. Aber ich werde Ihr Tempo ein wenig bremsen.
Sie müssen ihn nicht erschießen. Jetzt kann er sich vor C-Sicherheit nicht mehr verstecken. Heute ist wohl Ihr Glückstag. Ja, hoffentlich können wir das bald mal wieder machen. Ich habe ihn nicht erschossen. Los, gehen wir weiter. Wenn Sidonis nicht dort ist, komme ich zurück und bringe es zu Ende. Ah, oh Gott, zu geil, Mann. Ich habe ihn nicht erschossen. Nein, ich habe ihm nur die Nase gebrochen. So stelle ich mir das doch vor. Harkin ist eine verdammte Bedrohung. Wir hätten ihn nicht einfach gehen lassen sollen. Er hätte eine Strafe verdient. Ich mache mir langsam Sorgen um Sie, Garrus. Sie waren bei Harkin ziemlich gnadenlos. Glauben Sie nicht, dass er es verdient hat? Das passt einfach nicht zu Ihnen. Was wollen Sie von mir, Shepard? Was würden Sie tun, wenn Sie jemand verrät? Ich bin nicht sicher, aber ich würde nicht zulassen, dass es mich verändert. Das hätte ich auch gesagt, bevor es mir tatsächlich passiert ist. Es ist noch nicht zu spät. Sie müssen es nicht durchziehen. Wer außer mir sollte Sidonis seiner gerechten Strafe zuführen? Niemand sonst weiß, was er getan hat. Es wäre auch allen egal. Ich sehe keine anderen Optionen. Ich werde es nicht wieder erwähnen. Ich weiß das zu schätzen. Ja. Ich muss mich vorbereiten. Von da drüben habe ich ein gutes Schussfeld. Was soll ich tun? Halten Sie das Gespräch am Laufen und stellen Sie sich nicht in den Weg. Ich sage Bescheid, wenn ich ihn im Visier habe. Geben Sie mir ein Signal, wenn Sie bereit sind. Dann schieße ich. Sie gehen besser. Er wird bald hier sein. Naja, kein Ding. Wird gemacht. Du hast die Schrotflinte in der Hand. Ach so, ich dachte. Fail. Shepard, können Sie mich hören? Klar und deutlich. Okay, da ist er. Winken Sie ihn heran und verwickeln Sie ihn in ein Gespräch. Bringen wir es hinter uns. Sie blockieren meinen Schuss. Treten Sie zur Seite. Es wird nicht lange dauern. Gehören Sie zu Harkins Leuten? Ich erinnere mich nicht, Sie schon mal gesehen zu haben. Setzen Sie mich da drüben ab. Hab gehört, Harkin sei einer der Besten. Sollte nicht nochmal vorkommen. Das wird es nicht. Keine Sorge. Was? Oh, Scheiße. Haha. Verrat bestraft, Sidonis. Tja, es kommt davon. Das ging ja ganz einfach. Einfach und sauber. Gute Arbeit. Danke für Ihre Hilfe, Shepard. Gehen wir. Ich muss weg von diesem Ort. Oh ja, kein Ding. Nach so einem Attentat. Ich bin gleich bei Ihnen. Kraft von Garrus? Panzerbrechende Munition! Yay, bei Garrus! Neues Outfit! Präzisionsschaden, Gericht, Bericht schließen, fertig! Juhu! So, das hätten wir alles geschafft. Garrus hat seine Rache gekriegt. Mann, 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 geht die Zeit aber auch schnell um, ey. Ja, dürfte ich mal bitte? Black Screen. Hallo. Wollte ich gerade schon sagen. C-Sicherheit untersucht anscheinend den Tod von Sidonis, Shepard. Bisher haben sie keine Spuren. Mies. Garrus ist doch zu gut. Verzeihen Sie die Unannehmlichkeit, Sir.
Brauchst du doch nicht jedes Mal sagen. Ja? Wie sind Sie dazu gekommen? Ich war früher... Ich bin zur C-Sicherheit gegangen, um ortsfest bleiben zu können. Ich muss jetzt gehen. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie noch was brauchen. Okay, jetzt muss ich kurz mal was nachschauen. Weil, gefälschte ID, da. Finden Sie jemanden beim Angriff auf Harkins versteckt im Industriegebiet des Sakara-Bezirks oder eine gefälschte ID? So könnten Sie sich noch als nützlich erweisen. Okay. Wir haben wieder 4. Das ist gut so. Attentäter, Waffenschaden, Konzentration, taktische Tarnung machen wir später. Kyromunition. Tja. %40 Nee, was soll ich machen? Nächste Watt. Wir machen das da. So. Aufladezeit verkauft minus 69%. Attentatsverlangsamung. Okay, Vorbild. Abtrainiger plus 70 Schaden der Kräfte 15%. Wow, wir machen natürlich Agent. Oder? Antäter? Ja, wir machen auf jeden Fall Agent. So, das hätten wir geschafft. Gesundheit haben wir auf jeden Fall mehr. Wow, wir sind schon fast voll. Aber warte mal. Okay. Du hast nix. Panzerbrechende Munition. Auf jeden Fall. So, das hätten wir geschafft. Okay, Captain Bailey kann, so wie es aussieht, nichts damit anfangen. Mit diesen falschen IDs. Du wahrscheinlich sowieso nicht. Willkommen bei Citadel Newsnet. Mein Name ist Emily Wong. Ich bin Commander Shepard und... Willkommen zurück. Natürlich, lassen Sie sich Zeit. Naja, egal. Ich glaube, wir machen dann später weiter hier. Wir speichern hier ab. Und, ja, ich würde sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal.